Dank, dass ihr den Horadrim-Malus zurückgebracht habt. Nun werde ich einen eurer Gegenstände mit magischen Kräften ausstatten. Es steht fest, dass wir es mit der Dämonenkönigin Andariel zu tun haben, die die Schwesternschaft der Jägerinnen ins Verderben gestürzt und ihr angestammtes Kloster entweiht hat. Es läuft nicht gut für uns, mein Freund. In uralten Horadrim-Schriftrollen ist aufgezeichnet, dass Andariel und die anderen niedrigeren Übel einst die großen Übel Diablo, Mephisto und Baal überwunden und aus der Hölle in unsere Welt verbannt haben. Sie brachten ungezähltes Elend und Leid über die Menschheit, bis sie schließlich in die Seelensteine verbannt wurden. Andariels Anwesenheit hier könnte bedeuten, dass die Kräfte der Hölle sich wieder hinter Diablo und seinen Brüdern versammelt haben. Wenn das stimmt, fürchte ich um uns alle. Ihr müsst sie besiegen, ehe das Kloster zum endgültigen Vorposten der Hölle wird und den Weg nach Osten für alle Zeiten versperrt. Welche magischen Effekte vom Malus bewirkt werden, kann man nie vorhersagen. Aber Diablo zieht es nach Osten und er führt nichts Gutes im Schilde. Und der einzige Weg nach Osten führt durch die Pforte des Klosters. Offensichtlich hat Diablo Andariel gerufen, um Verfolger aufzuhalten. Andariel für ihren Teil hofft, Diablos Gunst zu erringen. Diese minderen Dämonen streben stets...
kann nicht noch mehr tragen. Bleibt ein Weilchen und hört zu.
Ich kann nicht noch mehr tragen. Mehr tragen. Thank you.
Ich kann nicht noch mehr tragen.
Schön, euch zu sehen.